Seit Dienstagabend ist es amtlich. Der erste bestätigte Fall einer Erkrankung mit dem Coronavirus in Baden-Württemberg wurde nachgewiesen. Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Göppingen hat sich vermutlich bei einem Italienurlaub in Mailand mit dem Erreger infiziert. Der Mann hatte sich eigenständig beim Gesundheitsamt in Göppingen gemeldet und befindet sich derzeit in Isolation in der Klinik am Eichert. Sein derzeitiger Zustand ist nach Angaben der Klinik stabil. Enge Kontaktpersonen des 25-Jährigen werden häuslich abgesondert und fortlaufend nach ihrem Gesundheitszustand befragt. Sobald eine Kontaktperson Symptome entwickelt, wird sie ebenfalls isoliert. Gegen 13 Uhr wird Landesgesundheitsminister Manilucha in Stuttgart in einer Pressekonferenz die Öffentlichkeit informieren. Diese Pressekonferenz werden wir um 13 Uhr live auf Facebook übertragen.